Das, was wir da vorne sehen, das ist eine Hagebutte. Und für was sind die ganze Hagebutte doch gut? Viele Leute verwenden das zum Beispiel als Tee, das ist verdauungsfördernd, das ist gut fürs Bäuchelche. Ich habe gehört, die Hagebutte sind auch gut für die Gelenkschmerzen. Ist doch was dran? Ja, da ist sogar richtig gut was dran. Das tut zum Beispiel ganz viele Orthopäde und auch Heilpraktiker empfehlen, weil der Wirkstoff, der da drin ist, der ist halt auch gut für Menschen, die Arthrose haben und auch Menschen, die Rheuma haben. Das hilft ihnen ungemein. Wenn man es richtig betrachtet, sind das aber nicht Hagebutte als Pflanzenname, sondern das sind die Früchte von der Hundsrose. Aua! Tja, Rose hat halt Dörner.